Deutschland. Was ist das für eine Art und Weise? Mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Wusstet ihr, dass über 8000 Menschen jährlich durch Musikinstrumente verletzt werden? Ich frage mich immer, wie solche Unfälle zustande kommen. Das ist ja absolut absurd. Jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit habe, muss ich mal Stellung nehmen bezüglich einiger Gerüchte, die aktuell im Umlauf sind. Und zwar, ja, ich habe damals eine Mitschülerin von mir belästigt, aber das Ganze war mitten im Chemieunterricht. Gott sei Dank gab es dort also keine Reaktion. Ja, meine Schatzis, ich habe mir für heute mal etwas Spannendes überlegt. Und zwar würde ich sagen, wir beginnen das Video heute mal damit, dass wir uns alle, also ich hier und ihr einfach in den Kommentaren, wir entschuldigen uns bei allen, auf die wir uns jemals eingejaxt haben. Ich fange an, okay? Queen Elizabeth II, wir haben alle unsere eigenen Dämonen zu bekämpfen, ne? Wir machen alle Fehler, es tut mir auf jeden Fall leid. Jumba von Lilo und Stitch, ne? Ich weiß hier, oh mein Gott, was hat der für geile Arsch? Jetzt im Ernst, okay, ich habe euch doch im letzten Video über diesen schmutzigen Anime, über diesen Hentai erzählt, ne? Ihr wisst schon, der mit dem Namen Kuroino Kidakaki Seichowa Kudaku Nisomaru. Oben da ist ein Abo, wohl wir in den Kommentaren, der so Quatsch kennt. Der habe ich damals, wie schon gesagt, mit 15 geguckt, ne? Ein Tag vor meiner Mathearbeit, wo ich eine 5 geschrieben habe. But you never saw my sacrifice. Bro, so viele von meinen Zuschauern, also von euch, haben wegen mir damit angefangen. Ey, lasst es bitte, das ist nicht gesund. Damit habe ich meine Aufgabe als Vorbild erfüllt, okay? Kommen wir zum heutigen Thema. Heute geht es mal wieder um unsere wunderschöne Musikerin Shirin David. Falls ihr Shirin David nicht kennt, das ist die Frau, dessen Eistee nicht mal ansatzweise so gut schmeckt wie unser Suchti. Mehr müsst ihr auf jeden Fall nicht wissen. Wobei doch, eine Sache müsst ihr auf jeden Fall wissen. Und zwar, Shirin David ist eine unabhängige Frau. Sie ist eine Frau, die unabhängig ist, ja. Nicht auf irgendwelche Männer angewiesen ist und auch machen darf, was sie will. Ja, ist ja bei allen Frauen so. Ich wollte euch das nur mal sagen, ja, weil sie erwähnt das ja kaum. Ich würde sagen, wir machen weiter. Wie kann ein Mann ihr Herz erobern? Ich brauche keinen Mann. Interessant. Wenn man eine selbstbewusste Frau ist, dann braucht man einen sehr, sehr selbstbewussten Mann. Ich verstehe gar nicht, warum sie sagt, dass sie keinen Mann braucht, ja? Ich meine, manche sagen sogar ich brauche einen. Würde ich ganz klar machen, auf jeden Fall. Achso, wie viel Geld? Achso. Shirin hat vor 2-3 Tagen einen neuen Song rausgehauen und ich würde sagen, wir reagieren mal auf den. Das Ganze läuft so ab wie bei meiner Katze und zwar gehen wir objektiv in sie rein, ja? Also in die ganze Thematik. Nein, ich meinte nicht, dass... Erstmal gechillter Anfang, alles schön und gut, ne? Ja, sehr ehrlich, Bro, diese Ohrringe da, ne? Bro, was ist das? Einfach Weihnachtsbaum-Deko. Die sehen einfach einzeln so aus wie diese 60 Cent Discounter-Lebkuchenkekse, die meine Mutter immer von Aldi holt. Groß und sauer, ich bin süß, wie der kleine Vogel. Tweety, wenn es schreit, gib, frag ich deinen Rücken. Mm. Der läuft. Die stritt mich schon mit mehr Jungfrauen, Barbie Fairy Topia, denn diese Housewife. Ey, bin ich der Einzige, der bei so einem Rap gar kein Wort versteht? Ich frag mich, wie viel sie für ihre Texte zahlt. Ja, Digga, größte Geldverschwendung. Shirin, lass doch mich deine Texte schreiben. Bei Gott, ich krieg das besser hin, ja. Ich hab sogar selber mal gerappt. Yeah. Ah, Big A ist in the house. Noch nie von mir gehört? Dann frag mal deinen Kollegen, wer gestern seine Eier im Mund hatte. Ah. Ihr seid nicht bereit für das, was jetzt kommt. Schnallt euch an, ich bin auf 180. Ich kann leider keine Verbindung mit deinem WLAN-Netzwerk herstellen. Anweisungen zur Einrichtung findest du im Hilfebereich deiner Alexa-App. Du musst noch eine Chance, du musst noch nicht rechnen. Mit 15 ist das erste Mal ein Traum von mir zerplatzt. Mach das Fass der Feministin auf. Klappt das Kleid, das hoch wie die bei Minimaus. Kann nicht so falsch sein, wenn eine ganze Generation mein Image klaut. Frech im 808. Ey, ich werde diesen Frauen-Rap nie verstehen. Oder generell, ich werde Frauen einfach nie verstehen. Kurze Storytime hier, pass auf. Wir haben zum Beispiel hier in der Nachbarschaft bei uns so eine etwas ältere Frau. Die liebt es, glaube ich, Urlaub zu machen. Ich meine, seitdem ich hier eingezogen bin, ich habe sie so selten gesehen. Ich habe mal ein bisschen rumgefragt in der Nachbarschaft und mir wurde gesagt, dass sie sich hier gar nicht wohlfühlt. Und deswegen anscheinend immer verreist ist und immer wegfliegt, ne? Ohne Spaß, da geht es anscheinend richtig gut. Ihr kennt ja diese Leute, die Deutschland immer so haten und so fertig machen wegen dem schlechten Wetter und so. Ich glaube, genau so eine ist sie. Und bei Gott, ich habe so das Gefühl, sie will so diesen Urlaubs-Lifestyle, den sie lebt, auf mich und auch auf andere Leute, so wie ich, übertragen. Ich habe sie nämlich letztens hier nach Monaten wieder gesehen und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, war, hey, verlass endlich unser Land, geh dahin, wo du herkommst und so. Und ich dachte mir so, hey, halt mal den Ball flach, Oma, ne? Nicht jeder ist so ein Urlaubsmensch wie du. Unfassbar. Oh. Distanzier wie Kim von Kanye. Verhalten ist ein bisschen wie nicht. Das Polare, denn sagt sie im Bett. Wieder hau, break it home, sprechen wir eine Sprache, ja. Ist ganz okay bis jetzt das Lied, ja, kann man gerne hören, aber kann man auch genauso gerne sein lassen. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber viele Leute sagen, wenn man einen Song kritisiert, ja, mach's doch besser. Ich würde ja jetzt eigentlich so argumentieren, okay, man muss es ja nicht besser machen können, um es kritisieren zu dürfen. Aber ich kann es halt besser und auch mit Features. Oh,
Yeah, ich chille auf einer Farm mit ein paar Schafen. Ja, einmal die Übersicht zur Transformation von Grafen. Ja, du chillst mit Schafen, ich chille mit Bitches am Hafen. Man darf mit zwei Schwestern gleichzeitig schlafen. Wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen Erfahrung, was Musik angeht. Anweisungen zur Einrichtung. Seid ehrlich, wie fandet ihr den Rap von 1 zu 10? Ja, schreibt's in die Kommentare. Sprach ich ja, laufe durch die Straßen mit meinem neuen Bling Bling und eine ziemlich nice. Der läuft. Guck mal, die meisten normalen Menschen, ja, gucken dieses Musikvideo und denken sich... Was ist das für eine Art und Weise? Ich finde es einerseits gut, ja, weil es ja einerseits das Selbstbewusstsein von Frauen pusht, die eben kein Selbstbewusstsein haben. Ich bin natürlich absolut selbstbewusst, ne? Ich weiß, ich habe wirklich mit meinem Hauptaccount einer auf Insta angeschrieben und es hat wirklich funktioniert, ne? Könnt ihr mir jetzt, wie ich sie geklärt habe. Wusstest du, dass die Siegessäule 70 Meter hoch ist? Das ist fast so hoch wie die Anzahl der Frauen, die mich bis jetzt gekorbt haben. Ich glaube, hier kommt der nächste Korb. Ich auch, gute Nacht. But you never saw my sacrifice. Zentimeter und ich hab ein Pferdeschwanz, ich liebe meinen Beruf, ich muss nichts anderes tun, wer ist die... Bruder, was ist das? Shirin David und einfach Kitty Cat, ja? Einfach eine Plastiktüte macht Feature mit Ghetto Mrs. Puff. Diese Frau heißt ja Kitty Cat, ne? Ey, bei Gott, damals in der Schule, ich muss gerade daran denken. So ein Mädchen hat einfach gesagt, dass in Kit Kat angeblich Orang-Utan-Pisse drin ist und jeder hat's einfach geglaubt. Absolut ekelhaft, wenn das stimmt. Ja, dankeschön fürs Zuschauen, lass ein Like. Kitty Cat, Agro Berlin's most hated ho. Label sagt, I'm sorry, Cat. Nein, du bist kein Model. Bro, ganz kurz, ich verstehe nicht, wie Frauen mit so langen Nägeln klarkommen. Allein schon, wenn man sich die Arschhaare zwirbeln will, so nach dem Duschen, ne? Nein, ich mach das nicht. Also rein theoretisch, wenn man das machen wollen würde, also ich mach das nicht, aber so, wenn... Once again! Egal, wisst ihr, was ich aber mache und was ihr auf jeden Fall auch machen solltet? Suchti trinken, ja? Glaubt mir, ein Schluck von Suchti Zitrone und eure Tante zieht sich freiwillig aus. Sie zieht von zu Hause aus, meine ich. Und nur seine Töchter und seine Mutter darf einen Mann nicht... Punkt, Punkt. Die haben gesagt, dass mein Kopf fehlen kann, ist da ist. Ich sag nur, halt die Fresse. Die Boy und für mich. Ey, voll vergessen zu sagen, ne? Einer meiner besten Kollegen, der hört so gerne Shirin David, ne? Sein Name ist Carbonat Erol. Shirin David an sich ist ja ganz okay, aber ich mag solche Frauen wie sie nicht. Ich stehe eher auf andere Frauen, ja? Ich persönlich, ich mag meine Frauen genauso, wie ich meinen Kaffee mag. Mit deinem Penis. So, der Kamera-Akku ist wieder leer gegangen. Jedenfalls, Dankeschön fürs Zuschauen. YouTube gönnt in letzter Zeit etwas weniger. Deswegen, wenn ihr meine Arbeit schätzt und mehr davon wollt, dann lasst einfach ein Like da, ja? Ihr wisst, das geht extrem schnell. Plus, kommentiert mal bitte, was besser ist. Maxi King oder Milchschnitte? Das würde mich echt interessieren. Oder kommentiert einfach, wann euer letzter Zweikampf mit einer Oma war. Bleibt aktiv, passt auf euch auf und vergesst niemals... Wenn ihr jetzt, wie gesagt, kein Bierchen habt, dann nehmt ihr eine Bierwurst, eine Jagdwurst. Also alles, was so schöne, große, runde Wische sind. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Ich schwör, ich hab auch 7, so viel hab ich getrieben. Experimentanalysator wurde gemein sabotiert.